Das ist echt ein bisschen bitter, oder? Dass hier nicht mal, dass hier nichts weitergeht oder so, ne? Echt schon fies. Ist ja echt nichts los. Krass. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, so, ja, nur eine schöne große Höhle oder sowas und dann noch ein paar Creeper oder so. Nix. Doof. Ey, wir versuchen auf jeden Fall erstmal unser Glück, indem wir das klein bisschen Kohle abbauen und uns dann natürlich verziehen. In eine hoffentlich etwas andere Richtung. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein bisschen was unterwegs sein soll, aber wir haben ja jetzt eigentlich schon eine ganze Menge Zeug gesammelt. Das Einzige, was halt noch ein bisschen fehlt, ist Kobbel. Aber den können wir überall abbauen. Da können wir auch erstmal ganz kurz noch einen Abstecher nach Hause machen. Hauptsache, wir sammeln noch ein Pilzchen ein. Komm hier, ein kleines Pilzchen. So. Ach komm, die Kohle können wir liegen lassen. Das Eisen nicht vergessen, ja. Ja, ich hab's mir gemerkt. Moment, ist da drüben in der einen Fackel. Guck dir den kleinen Hosenscheißer da oben an. Guck ihn dir an. Ich wette, der kommt gleich runter. Der spottet uns 3 Meilen gegen den Wind. Riecht er uns. Dann kommt der gleich runtergefallen. Und im Flug explodiert er hinter uns. Pass auf. Ich sag's dir. Nein, wird er natürlich nicht. Der ist viel zu weit weg. Außerdem gucken die in den seltensten Fällen runter. Da oben ist auch noch Eisen. Mensch. Jetzt hör doch mal auf damit. Und dann kommen wir da nicht von der anderen Seite hoch. Doch, wir müssen nur die Treppe hoch und können dann dahin. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich glaube, die Truhe nehme ich, Truhe. Ich glaube, die Werkbank nehme ich noch mit. Wäre ja Holzverschwendung, das Ding hier stehen zu lassen. Wir können das bestimmt an anderer Stelle nochmal gebrauchen. Keine Ressourcenverschwendung. Habe ich das? Ja, habe ich mitgenommen. Super. Drüben wäre ich ja auch eigentlich gerne noch lange. Ist er jetzt weg oder versteckt er sich nur? Hier habe ich schon. So, hier hoch und dann rechts rum. Und dann sollte hier irgendwo Eisen sein. Ach, da ist es ja. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, sogar noch relativ viel. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, abgesehen davon gibt es hier in der Schlucht ja nicht viel, ne? Diamant oder sowas wäre noch ganz nett gewesen. Vielleicht auch 2 oder 3. Ich weiß, wir werden gerade ein bisschen übermütig. Aber ihr wisst ja, Übermut tut selten gut. Ein bisschen Spannung kann man durchaus vertragen. Ist das Spinne? Ja, das ist schon mal. Das ist in Ordnung. Spinne ist in Ordnung. Schnappen wir uns natürlich jetzt unsere ganzen Sachen, die wir hier drin haben. Das ist wichtig. Das Zeug hier ist wichtig. Die beiden Dinger sind nicht so wichtig. Kann man da irgendwas wegwerfen? Irgendwas Unwichtiges? Ja. Das hier und das hier. Genau. Dann können wir nämlich noch mitnehmen. Die Werkbank und die Kisten. Geh weg, du Schwein. Du Schwein. Klau mir nicht meine Sachen. Wunderbar. So, jetzt würde ich aber wirklich ungern sterben. Das bedeutet natürlich, dass wir es tun. Wir haben schon einen Großteil des Tages wieder verschwendet. Oh. Aua. Mensch. Ich glaube, da waren wir drin, da sind wir wieder rausgekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und mich täuschen öfters mal ein paar Sachen. Da waren wir da drin. Ich glaube, das war alles eine Höhle. Das war dieser coole See hier. Dieser coole, extrem runde See. In Wirklichkeit sind alle Menschen auf dieser Welt hier ausgelöscht worden. Und wir sind das einzige Wesen, der einzige Mensch, der übrig ist. Am Ende aller Zeiten und versuchen uns das gegen mutierte Viecher auseinanderzusetzen. So, ich glaube, es ist mittlerweile Tag genug, als dass hier keine Creeper mehr rumlaufen. Aber Spinnen. Mal Spinnenseil könnte ich noch gebrauchen. Brauchen die noch Spinnenseile für den Bogen? Ich glaube schon. Werde ich nicht. Ach, wir haben gar keinen Platz mehr.
Nein, nein, Spinnenseide, ja. Spinnen bleiben, glaube ich, noch ein bisschen länger als Creeper. Wenn mich nicht alles täuscht. So, wo sind wir? Müssen wir in die Richtung? Ungefähr, wir müssen etwa in die Richtung, okay. Also auf. Okay, Sonne steht mittig, das ist gut. Wir könnten eventuell noch rechtzeitig zu Hause ankommen, bevor es Nacht wird und der Wahnsinn losgeht. Denn mit einem angesetzten Eisenschwert und zwei Goldschwertern kommt man, denke ich, nicht so weit. Das könnte ganz schnell schief gehen. Ganz schnell, ganz schief. So. Hatschi. Was mich auch mal interessieren würde, ist, warum habe ich eigentlich immer noch die Höhlen-Playlist an? Zum Henker. Moment. Moment. Stopp. Das. Viel besser. Super. Super. Juhu. Freuen wir uns unseres Lebens. Noch ein bisschen. Und wuseln hier ein wenig rum. Ups, voll ins Wasser. Ah, herrlich. Ups, wir laufen vollkommen in die falsche Richtung. Kühe, guckt mal. Kühe. Die brauchen wir eigentlich. Moment mal, ich habe doch Kühe sowieso zu Hause. Na, dann können wir die hier nochmal ein bisschen Gegenpopulation machen. Brauchen wir eh nicht. Ich kann das Fleisch gar nicht mehr aufnehmen. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Verdammt. Na, guck mal, zum Beispiel die Böppendinger. Aber dann müssen wir nachher immer noch, wenn wir Leder kriegen, irgendwas wegwerfen. Hallo. So wie jetzt zum Beispiel. Die Enderperle. Ich weiß ja nicht. Wir könnten theoretisch... Oh, komm, schmeiß mal eine Schaufel weg. Brauchen wir eh nicht. Dafür können wir hier vorne eine Kuh über den Jordan bringen. Da ist noch eine. Guck mal, eine Baumkuh. Eine seltene Spezies. Komm da runter. Kapau! Da ist noch eine. Wir schleichen uns von hinten an wie ein Raubtier. Ui! Mu mich nicht an. Wir werden lesen und schreiben. Ups. So, hier geht's rum. Wir verplempern hier natürlich schön viel Zeit. Ach, das bin ich auf dem Sand. Ich wollte schon sagen. Hier ist noch ein Kumu. Wunderbar. Schweinchen dick brauchen wir nicht. Ja, hier die Höhle kennen wir irgendwo her. Wo sind wir denn? Ah ja, wir sind schon auf dem guten Weg. Schweinchen dick. Ich weiß gar nicht, Schweine geben, glaube ich, kein Leder. Irre. Was ich ein bisschen schade finde und auch gleichzeitig irgendwie doof. Weil es gibt auch Schweineleder. Oh, kack mich doch nicht an, Mensch. Da ist ja noch so einer. Oh. Der hat's aber schnell hinter sich gehabt. Wo kam die denn hier? War ich in der Höhle nicht schon drin? Pfeile. Können wir irgendwas wegwerfen? Nö. Aber hier ist angeblich irgendwo noch eine Spinne. Jawoll. Statt Erfahrungskügelchen könnte es mir durchaus mal ein bisschen was Spinnenseide geben. Da in die Richtung müssen wir. Ich glaube, da hat sich gerade ein Skelett verkohlen lassen. Sonne ist halt einfach nicht gut für die. Und was ist das denn für ein Gebilde? Ich habe es schnaufen gehört. Das kann nur eins bedeuten. Mukuba. Hallo, komm her. Du auch. Wie gesagt, wir verringern mal die Population ein bisschen. Nichts risikoreiches. Wir werden das natürlich später dann wieder. Kommst du? Hm? Ich habe keine Zeit auf dich zu warten. Ein bisschen was essen müssen wir. Oh, oh. Ein böses kleines Hühnchen. Geh bloß weg. Und gacker mich nicht so an, Mensch. Theoretisch müssten wir die auch noch, müssten wir auch noch ein paar Hühnchen über den Jordan schicken. Was ist das hier eigentlich? Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Ich nicht alles täuscht bei diesem tollen Sandhügelgebilde. Was auch mal das sein soll. Aber wir laufen. Ups, sorry. In die richtige Richtung. Hier haben wir noch eine Kuh. Oh. Nein, jetzt hau mich doch nicht, Mensch. Deine tolle Pfeile da. Toll, jetzt hat man sogar noch mehr Pfeile und Knochen kriegen wir auch noch von denen.
Mach Mu. Noch ein Zombus. Zombus Maximus. Genau, brennen mal ein bisschen was. Zum Glück können wir das verrotten. Das ist ein Creeper, Mensch. Ein Creeper. Gegen den möchte ich jetzt nicht unbedingt. Da unten waren wir anscheinend schon. Hier ist ein Pferd. Nee, du. Vergiss es. Aua! Ist es schon Nacht oder was? Oder sind Spinnen auf der Schwierigkeitsstufe im Allgemeinen etwas aggressiver? Ist da so noch eine Spinne? Komm her. Komm her. Komm her, du Spinnenviech. Ich mach dich alle. Das ist noch eine Spinne. Ja, ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Bevor das ganze Gegnerviechzeug jetzt hier anfängt rum zu spawnen. Hier ist sogar ein. Hä, wieso lag da bitte noch Schießpulver? Oder haben wir da einfach noch einen Creeper platt gemacht? Oh ja, jetzt war es aber wirklich mal Zeit, hier schlafen zu gehen. Oh, oh, oh. Leute, Leute, Leute. Und jetzt schmeißen wir mal die Öfen an, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64er Stack. Eisenerz. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, noch ein 64er Stack. Dann können wir hier nämlich ordentlich was wegbrezeln. Ups, das war einer zu viel. Wir möchten natürlich nichts verschwenden. So. Was können wir noch machen? Wir haben 29 Rindfleisch. 29 Rindfleisch. Moment mal. Sind 4. Ist das 4? 4, ne? 4 Kohle. 4 Kohle müssen das sein. Ja, 3 und. Ja, ein bisschen. 16 Golderz, das sind noch 2 Kohle. 2 Kühlchen. Und 21 hiervon, das sind 1, 2, 3. So. Haben wir noch irgendwas zum Einschmelzen? Ne, sieht nicht so aus. Ne. Aber ja, wir haben ein paar Diamanten gefunden. Wie hatten wir die nicht hier? Doch, hier. Da. 13 Stück. Meine Güte. Dass hier drinnen noch kein Creeper explodiert, das ist aber auch alles. Oh, wir haben mittlerweile 9 Spinnenseile und einen kaputten Bogen sogar. Interessant, ich packe ja jetzt einfach mal. Nee, das nicht, aber das andere Säte kommt hier noch rein. Die Werkbänke kommen hier noch rein. Lapis, Redstone kann hier rein, wie es aussieht. Enderperle kann hier nicht rein, Eisen kann hier rein. Kohle kann hier nicht rein. Leder kann nicht rein, Truhe kann auch nicht rein. Kies, ne. Versuche das jetzt einfach mal. Kies kommt hier, kann hier rein. Kohle kann hier nicht rein, Truhe kann hier nicht rein, Leder kann hier rein. Wir haben 8 Leder. Enderperle kann hier anscheinend auch rein. Karte. Karte können wir hier reinpacken. Truhen können wir hier reinpacken und Kohle können wir auch reinpacken. Bald aber erstmal das bisschen noch. Wir haben sogar 2 Margariten drin. Wow. So. Wir haben ein bisschen Stein. Haben wir noch mehr Stein hier irgendwo? Von Visite. Steinziegelchen. Und schon 3 Bücherregale. Brauchen wir noch ein paar mehr von, wie es aussieht. Bis sich da irgendwas Gescheites draus machen lässt. Ein bisschen schade. Hier ist auch noch ein kaputter Bogen. Guck mal. 2 kaputte Bögen ergeben einen nicht ganz so kaputten Bogen. Wir haben sogar 6 Pfeile hier rumliegen. Wir haben sogar noch eine ganze Menge mehr Spinnenseile rumfliegen. Zum Beispiel hier haben wir noch einen Faden rumfliegen, den können wir eigentlich hier mit reinpacken. Und die Fäden können wir eigentlich hier mit reinpacken. Ein bisschen Staggy Sex Stack machen. Weizen. So, pass mal auf. So repariert man Gegenstände. Zack. Hat nicht viel gebracht, aber zumindest ein bisschen was.